präsentiert 081 Live. Frankreich im Kampf gegen den Terror. Heute hat die Polizei im Pariser Stadtteil Saint-Denis eine Wohnung gestürmt. Die Polizisten haben einen Mann getötet. Eine Frau hat sich in Luft gesprengt. 7 Leute sind verhaftet worden. Sie gelten als Verdächtige im Zusammenhang mit den Terroranschlägen vom Freitag oben. Seit diesen Anschlägen fliegt Frankreich auf vermehrte Angriffe auf Stellungen vom IS. Was bringen die Razzien, was bringen die Luftangriffe, wer kann den Terror stoppen? Über das werden wir heute zu oben reden, und zwar mit dem Syrien-Kenner und Kriegsreporter, mit dem Kurt Pelda. Guten Abend. Herr Pelda, wenn man, es heisst, die Täter von Paris haben weitere Anschläge geplant, was sind das, was ist da dran an diesen Informationen? Also im Moment wissen wir eigentlich sehr wenig, aber was wir wissen ist, dass der IS angekündigt hat, dass es weitere geben wird. Es ist ja jetzt eigentlich eine richtige Anschlagsserie. Aber man darf nicht vergessen, das russische Verkehrsflugzeug über dem Sinai, das ist auch höchstwahrscheinlich der IS gewesen. Paris, Beirut. Also es ist, genau, es ist eine Serie, und wenn die können, wenn man sie lässt, dann werden sie weitere Anschläge machen. Das muss nicht in Europa sein, das könnte auch noch ein anderes Mal sein. Aber sie wollen ganz klar den Westen treffen, und vor allem die Länder, die gegen sie kämpfen, in Syrien und im Irak. Jetzt aber seit heute Nacht finden Razzien in Frankreich statt, in Deutschland. Ich frage mich auf das Laie, warum finden die jetzt statt und nicht haben schon im Vorfeld? Weil es hat ja, man hat all die Attentäter hat man über längere Zeit beobachtet, man hat gewusst, sie sind gefährlich. Wieso finden die Razzien erst jetzt statt? Jetzt gibt es neue Informationen, jetzt gibt es Spuren, und es gibt eine ganze Menge von Leuten, die unter Beobachtung gestanden sind. Jetzt weiss man, welche an diesem Anschlag beteiligt waren, und dann gibt es natürlich weitere Spuren. Aber es ist natürlich schwierig. In Frankreich hat man so viele Salafisten, hat man so viele Rückkehrer aus Syrien, das überfordert jeden Geheimdienst, jede Polizei. Wenn man ein paar hundert hat, die man muss beobachten muss, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also schon allein die Telefonanrufe, auf die WhatsApp-Messages, die man da müsste kontrollieren, und all die Handys, die man vielleicht nicht kennt von den Leuten, die man kennt. Also das ist eine extrem schwierige Sache. Das ist Frankreich in dem Fall, also die Behörden überfordert in Frankreich? Ja, also es scheint schon so, wie wenn auch Fehler gemacht worden sind. Das ist natürlich. Und wahrscheinlich ist das wie in anderen Ländern auch, dass nicht alle Behörden gleich gut zusammenarbeiten, dass es an der Kooperation mangelt, dass vielleicht Informationen nicht rechtzeitig hin und her geschoben werden oder dass Informationen einfach falsch interpretiert werden. Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Ja, aber was bringen jetzt die Razzien konkret im Kampf gegen den Terror? Also das ist ganz klar. In dem Fall offensichtlich, also wenn sich die Frau in die Luft gesprengt hat, dann das sind Terroristen gewesen. Die haben Waffen gehabt, Sprengstoff gehabt. Jeder von denen, wo verhaftet wird oder umkommt, ist weniger Risiko für den Rest vom Land. Aber spielt das im IS überhaupt eine Rolle, wenn wir hier in Europa den einen oder anderen festnehmen? Natürlich. Also die sind aus dem Verkehr. Gibt es wieder jemand anderes, der das nächste Attentat plant? Das ist die Frage. Und das ist die Frage, wie kontrolliert Europa seine Grenzen? Wer kommt rein? Welche Informationen hat man über die Leute? Jetzt in den letzten Monaten sind natürlich Hunderttausende reingekommen, ohne dass man die Kapazität hatte, die wirklich unter die Lupe zu nehmen. Also sind die Attentate von Paris auch ein Flüchtlingsproblem? Das weiß man nicht wirklich. Es gibt auch die Theorie, dass der IS ganz absichtlich einen syrischen Pass dort hinterlassen hat, um eben die Schuld so ein bisschen auf die Flüchtlinge zu schieben. Der IS ist dagegen, dass die Leute aus Syrien weggehen. Oder das ist für sie eigentlich ein Riesenproblem. Millionen wollen nach Europa und ein paar Tausend wollen zum IS. Oder? Das ist ein politisches Problem für den IS. Also der IS mag die Flüchtlinge nicht. Er möchte, dass die Flüchtlinge zu ihnen kommen, oder ins Kalifat. Also ich glaube, im Moment wissen wir einfach nicht, hat es Flüchtlinge dabei gehabt, oder hat es Leute gehabt, die sich unter Flüchtlinge gemischt haben, oder hat die ganze Sache überhaupt nichts mit den Flüchtlingen zu tun? Wir wissen es einfach noch nicht. Jetzt reden wir die ganze Zeit über den IS. Der Friedensforscher Daniele Ganser hat am Montag hier bei uns im 061 live gesagt, dass sie gar noch nicht bewiesen, dass das überhaupt der IS ist. Glauben Sie das auch?
Also beweisen ist es vielleicht nicht, aber meine, es gibt Bekennerschreiben vom IS und der IS ist jetzt wirklich nicht bekannt als eine Terrororganisation, die Attentate auf sich nimmt, die er nicht begangen hat. Das ist mit der russischen Maschine über dem Sinai genau gleich. Also ich würde das für sehr glaubwürdig halten, dass es der IS ist. Natürlich gibt es im jetzigen Zeitpunkt immer noch ein kleines Restrisiko, dass es jemand anders könnte gesehen sein, aber eigentlich deutet alles auf den IS. Jetzt nach den Attentaten in Paris fliegt François Hollande mit Frankreich die ersten Luftangriffe. Werden die drei IS wegbomben? Nein, natürlich nicht. Also, meine, über Syrien hat es mittlerweile Flugzeuge von einer westlichen Koalition, wo die Araber mitmachen, sind türkische, jetzt sind russische, sind syrische. Also an Flugzeugen mangelt es im Moment, glaube ich, nicht. Es mangelt an Ziel, es mangelt an Leuten am Boden, die können Ziel also benennen. Also müssen wir eine Bodenoffensive starten? Die ist ja eigentlich im Gang. Also einfach mit lokalen Alliierten, nicht mit westlichen Soldaten. Aber man hat zu wenig Informationen vom Ort des Geschehens. Man hat keine Spionen, oder? Man hat Satellitenaufnahmen, man hat Aufklärungsdrohnen. Und an das hat sich jetzt der IS schon lange gewöhnt. Die wissen, wie man mit dem umgeht. Und das ist ein Riesenproblem, dass man keine Leute an Ort und Stelle hat, die können sagen, jetzt heute übernachten sie gerade hier. Aber ist das nicht auch ein Fehler, sage ich jetzt mal, von den westlichen Ländern, dass man zwar in den eigenen Ländern Leute überwachen, aber am Ort des Geschehens, wie Sie jetzt vorher gesagt haben, ist man eigentlich nicht wirklich informiert? Gut, also die westlichen Geheimdienste haben über Jahrzehnte wahrscheinlich vernachlässigt, wirklich Leute in die Länder zu infiltrieren. Aber man muss schon auch sagen, das ist natürlich jetzt mit dem IS extrem schwierig. Also man müsste quasi einen Spion als Dschihadist einschliessen und hoffen, dass der IS das nicht merkt. Und das Risiko für die Person wäre gewaltig. Also es ist nicht einfach, den IS zu infiltrieren. Was bringen denn die Luftangriffe von Frankreich? Ich würde jetzt mal sagen, das war eine PR-Aktion. Aber wenn die Angriffe jetzt zum Beispiel in Zusammenarbeit mit kurdischen Milizen, die gegen den IS kämpfen, oder mit arabischen Rebellen, die ja auch gegen den IS kämpfen, das wird immer vergessen in dieser Diskussion. Oder? Wenn jetzt die Franzosen sich zum Beispiel die arabische Rebellengruppe würden aussuchen und sagen, okay, wir unterstützen euch mit Waffen, mit Munition, mit Ausbildung und mit Luftangriffen, dann würde sich das Blatt sehr schnell wenden in Syrien. Was gibt es denn für Alternativen zu diesen Luftangriffen? Eben, entweder schickt man selber Soldaten, das ist in meinen Augen eher kontraproduktiv, weil dann kann der IS sagen, ja, das sind jetzt die Ungläubigen, die kommen zu uns. Es wird das nicht passieren? Glauben Sie nicht, dass das jetzt passieren wird? Es passiert ja schon, also es hat amerikanische Special Forces in Syrien mittlerweile, die Russen haben auch Truppen in Syrien, viel mehr wie die Amerikaner. Es ist durchaus möglich, dass die Franzosen auch Leute schicken werden, aber es ist viel besser, wenn der IS von Muslimen bekämpft wird. Weil dann zieht die Geschichte mehr gegen die Ungläubigen oder die Ungläubigen gegen uns Muslime, die zieht nicht. Und die Alliierten, die muslimischen Alliierten, die gibt es im Irak, die gibt es in Syrien. Man hat einfach 4 Jahre lang die nicht unterstützt. Werden mit diesen Luftangriffen nur IS-Terroristen getroffen oder trifft man da auch Unschuldige? Also Luftangriffe treffen immer auch Unschuldige, außer man trifft einen Panzer in der Wüste. Oder? Aber Raqqa und die anderen Städte, die jetzt zum Teil bombardiert werden, da leben noch viele Zivilisten und da gibt es immer auch zivile Tote. Die Frage ist halt einfach, was für Art von Waffen eingesetzt werden. Also die westliche Koalition braucht vor allem Präzisionsbomben und wenn die Zielauswahl richtig gesehen ist, wenn man nicht per Zufall ein Spital wie in Afghanistan oder eine chinesische Botschaft wie in Belgrad trifft. Wenn man gute Informationen hat, dann ist das sehr wirkungsvoll. Und sonst kann auch eine Präzisionsbombe natürlich Zivilisten töten. Aber genau, das ist der Punkt. Also da gibt man eigentlich dann wieder einen gewissen Nährboden auch den Terroristen oder den Leuten im Nahen Osten, die sagen, jetzt kommen die wieder vom Westen und bombardieren einfach alles und demonstrieren ihre Macht so. Das ist richtig, aber man sollte nicht vergessen, der IS ist in Syrien extrem unpopulär. Der IS wird in Syrien als ausländische Besatzungstruppe wahrgenommen. Und die Syrer würden die sehr, sehr gerne loshaben. Und sie sind auch bereit, gegen die zu kämpfen. Nicht mehr in Widerstand? Es gibt sehr viel Widerstand, aber der Widerstand braucht Waffen, braucht Geld. Und das hat jetzt der Westen den Leuten, die gegen den IS kämpfen, 4 Jahre lang vorenthalten. Also die Amerikaner, die jetzt schon seit über einem Jahr mit den Kurden zusammenarbeiten, haben offiziell nur 3-mal Waffen oder Munition geliefert. Für eine Miliz, die vielleicht 30.000, 40.000 Kämpfer hat und Kämpferinnen. Also diesen Leuten muss man Waffen geben.
Und man tut es nicht aus politischen Gründen. Also dann müsste man eigentlich wirklich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, man kann das Problem eigentlich relativ einfach lösen, wenn man die Milizen vor Ort unterstützen mit Waffen. Dann müsste man nicht einmal mit grossen Luftangriffen etc. von westlichen Ländern operieren. Doch die Luftangriffe braucht es, weil sonst sind die Milizen dem IS zu wenig überlegen. Aber natürlich kann man mit diesen Milizen etwas erreichen. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist, aber es braucht Unterstützung, die über Luftangriffe rausgeht. Es braucht einen politischen Willen, auch die Risiken von Waffenlieferungen in Kauf zu nehmen. Also heute liefert man Waffen an Kurden, übermorgen werden sie die Waffen vielleicht in der Türkei einsetzen, wenn der Krieg sich noch mehr auf die Türkei verlagert. Das ist möglich. Also solche Sachen haben immer Risiken. Und bisher ist der Westen halt nicht bereit gewesen, die Risiken in Kauf zu nehmen. Das könnte sich jetzt ändern. Okay, wir haben schon den ersten Zuschauer in der Leitung. Und zwar ist das der Markus Baumann aus Winterthur. Guten Abend. Herr Baumann, Ihre Frage bitte. Hallo, hören Sie mich? Ja, genau. Hallo? Ja, hallo, Sie sind live auf Sendung. Hallo? Guten Abend, Sie sind auf Sendung, Sie dürfen Ihre Frage stellen. Hallo? Hören Sie mich? Ja. Okay, also ich möchte einen Kommentar geben zum Herrn Felder. Er hat gesagt, dass... Hallo? Ja. Hören Sie mich? Ja, auf zu sprechen. Okay, dass die Muslime müssen bekämpft werden von IS durch andere Muslime. Wenn jemand... Der IS bekämpft wird, bezeichnet als Ungläubige und das Argument sieht nicht, von mir aus gesehen. Und auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass der in Paris der IS war. Das sind lokale Leute, die hier zu Europa sind und die sich fanatisieren und sympathisieren zum IS und die erklären sich zum IS und nachher machen sie das und so wird das funktionieren. Okay, danke schön vielmals für das Statement, Herr Baumann. Was sagen Sie dazu zu diesem Statement? Also ich weiß nicht, woher der Baumann das Wissen bezieht. Also die Leute, so viel mehr, was man bisher weiß, haben die sehr wohl Beziehungen gehabt zu Leuten beim IS in Syrien. Sie sind zum Teil aus Syrien nach Europa gereist für die Anschläge. Natürlich haben sie auch Hilfe gehabt, von lokalen Helfern, aber man muss ja nicht in Syrien gewesen sein, um für den IS zu arbeiten. Also das ist ja völlig das ist ja witzlos. Man kann durchaus auch da sein und sich dem IS zugehörig fühlen. Der IS hat ja auch in seinen Veröffentlichungen immer wieder europäische Muslime aufgefordert, gehen auf die Strasse, nehmen das Messer und stechen einfach den Nächsten ab. Oder? Das ist der Terror vom IS bisher gewesen. Und die Leute, die das machen, sollen wir hier nicht sagen, dass sie nie es Leute, auch wenn sie sich nur durch so eine Veröffentlichung angestachelt fühlen. Heute, also mit den Pariser Anschlägen, ist der IS ein bisschen weitergegangen. Es ist offensichtlich, dass da Leute infiltriert worden sind, dass das vorbereitet worden ist. Also wir haben hier eine neue Stufe von IS-Terror erreicht. Gut, wir haben schon den nächsten Zuschauer in der Leitung, und zwar aus Riechen, der Herr Wittmann. Guten Abend. Guten Abend, miteinander. Ihre Frage, bitte. Herr Felder, ich muss Ihnen nicht sagen, wie mutig Sie sind. Ich darf Ihnen aber sagen, wie fundiert Sie sind. Ich bin vor über 40 Jahren als Journalist in diesem Gebiet gewesen. Habe also noch der Mullah Mustafa Barzani getroffen und interviewt, also der Urvater vom kurdischen Widerstand. Warum, Herr Felder, sind wir immer im Nachhinein gescheiter? Die britischen, ich habe lange in London geschafft, die britischen Kolonialbeamten haben gesagt, hört doch auf, der Irak ist kein Staat, Syrien ist kein Staat. Was wir hier aufbauen, ist etwas völlig Künstliches, das geht irgendwann mal auseinander. Dankeschön, Herr Wittmann, die Frage gebe ich gerne weiter. Warum ist man immer im Nachhinein schlau? Ich glaube, das ist einfach menschlich. Und zudem wollen natürlich Politiker in einer Ruhephase nicht unpopuläre Massnahmen treffen, Freiheitsrechte einschränken, die Leute bespitzeln. Wenn sie nicht sicher sind, dass das wirklich etwas bringt gegen den Terror. Also solange man vom Terror nicht betroffen ist, kann man immer gross schwätzen und sagen, es ist kein Risiko da. Also die Schweiz ist das beste Beispiel, oder? Was machen unsere Politiker, um so etwas zu verhindern? Die hoffen doch alle, dass sich niemand um die kleine Schweiz kümmert.
Über die Lage in der Schweiz reden wir nachher noch. Ich habe noch eine andere Sache, die ich gerne besprechen möchte. Und zwar ist heute eine Meldung in der Zeitung, wo ein Journalist schreibt, dass in Syrien ein Bodeneinsatz wird näher rücken. Ägypten, Iran, die Golfstaaten, Europa und Russland könnten allenfalls Truppen schicken. Glauben Sie das? Nein, ich glaube nicht, dass das so schnell gehen wird. Also man muss ganz klar sagen, Iran hat bereits Truppen dort, Russland hat auch Truppen dort. Die Amerikaner haben ein paar wenige Special Forces. Es ist durchaus möglich, dass die Franzosen sich an irgendeiner Aktion beteiligen. Aber allein logistisch, wie sollen ägyptische Truppen genau nach Syrien kommen oder französische? Ich meine, das ist machbar, zum Beispiel über Türkei. Aber da muss Türkei sagen, okay, wir sind einverstanden. Und dann wird Türkei natürlich sagen, aber wenn ihr das macht und unser Territorium benutzt, dann wollen wir dies und das. Die Türken wollen zum Beispiel eine Sicherheitszone im Norden von Syrien. Sie wollen ihre Flüchtlinge, ihre Syrischen zurückschicken. Sie wollen Flugverbotszone im Norden von Syrien. Und die Türken werden nicht einfach ihre politischen und auch militärischen Ziele unterordnen. Also das heisst, es braucht extrem viel Vorbereitung und wir werden nicht gerade übermorgen eine Bodeninvasion sehen. Aber Sie haben es gerade gesagt, was sind denn die Voraussetzungen, dass so eine Allianz überhaupt klappen würde? Man müsste eben auch politisch ähnliche oder gleiche Ziele haben. Und im Moment gibt es das Lager Russland, Regime in Damaskus, Iran und vielleicht auch Teile vom Irak, wo der Assad an der Macht halten will. Und das andere Lager sagt, nein, der Assad ist eben gerade der Hauptgrund, warum es überhaupt den IS gibt. Der Assad hat die ganze syrische Stadt kaputt bombt. Mit dem kann man jetzt nicht den IS bekämpfen. Das ist so ein bisschen die westliche Haltung. Und es sieht so aus, wie wenn sich diese Haltung langsam so ein bisschen zerbröselt, ja. dass sie sich annähern. Ich würde das für einen grossen Fehler halten, aber es ist durchaus möglich, also dass die das machen. Also ein grosser Fehler? Mit dem Assad an der Spitze in Syrien wird sich der IS nicht bekämpfen lassen. Das wird immer, der Assad ist der beste Rekrutierer für den IS. Wenn es den Assad einmal nicht mehr gibt, könnte man darüber reden. Jetzt gibt es ja Meldungen, dass die Grossmächte überhaupt, also schon davon überlegen, mit ihm zusammen zu spannen, damit man den IS kann bekämpfen kann. Das ist richtig. Ich weiss halt nicht, ob sich Grossmächte nicht schon darauf geeinigt haben, vielleicht den Assad zu entfernen von der Macht. Das werden in den nächsten Monaten zeigen. Aber ich bin überzeugt, ich bin so oft in Syrien gesehen, ich habe die kaputten Städte gesehen. Und die sind ja der Hauptgrund, warum die Leute so wütend sind auf das Regime, auf den Assad. Und warum sie eben zum Teil auch mit dem IS mitmachen, obwohl sie keine Fans sind von dem IS. Der IS ist die stärkste Truppe eigentlich gegen den Assad in Syrien. Und wenn man dem Assad hilft, macht man den IS populärer. Das ist total kontraproduktiv. Also ist in dem Fall der Keyplayer ist der Assad? Nein, das oder Putin? Oder wer ist denn die zentrale Figur jetzt in dem? Es gibt nicht eine zentrale Figur. Es gibt mehrere Pöle auf der Weltmachtebene, aber auch die Regionalmächte. Und man wird ohne die Regionalmächte, Türkei, Iran, Saudi-Arabien, in Syrien, weder den IS erfolgreich bekämpfen, noch Frieden schaffen. Und das Ziel muss ja am Schluss sein, Frieden zu schaffen. Aber wie realistisch ist es, dass das klappt, so eine Zusammenarbeit? Ich halte es für recht unrealistisch, dass es längerfristig klappen wird. Vielleicht gibt es eine Allianz, aber ich halte das für nicht dauerhaft, wenn man nicht eben auch die gleichen politischen Ziele hat. Ein Krieg wird nie nur militärisch gewonnen, sondern immer auch mit politischen Mitteln. Aber was ist denn Ihre Lösung für das Problem? Oder um das irgendwie zu bekämpfen? Also sicher müssten sich die Amerikaner und die Russen einigen. Auf eine vernünftige Strategie. Ich glaube einfach nicht, dass das mit meinem Präsident Obama wird funktionieren. Ich glaube ehrlich gesagt erst, dass der nächste amerikanische Präsident das Syrien-Irak-Problem wirklich angehen wird. Also ich glaube, in den nächsten zwei Jahren glaube ich nicht an eine echte Lösung. Jetzt wird gelingen, durch IS unschädlich zu machen, wäre das dann das Ende vom islamistischen Terror? Nein, überhaupt nicht. Also es gibt das Staatsgebilde vom IS in Syrien und im Irak. Das könnte man vielleicht zerschlagen. Aber als Terrororganisation wird der IS genauso weiter bestehen wie Al-Qaida. Und da kann man eben auf die vorige Frage eingehen, oder? Warum ist man im Nachhinein gescheitert? Der IS breitet sich bereits jetzt aus. Er ist in Ägypten, er ist vor allem auch in Libyen, in Westafrika, im Jemen, in Afghanistan. Also der bereitet sich darauf vor, dass er sein Gebiet in Syrien vielleicht verliert.
Und wir sind völlig unvorbereitet darauf, dass sie eben jetzt in Libyen sitzen. Noch viel näher bei Europa. Und da wäre zum Beispiel die Rolle von Frankreich. Frankreich kennt sich aus in Afrika, hat gute Beziehungen und könnte zum Beispiel der IS in Afrika erfolgreicher bekämpfen wie in Syrien. Aber wieso machen wir denn das? Also da komme ich wieder als Laien und sage, aber wenn man das alles weiss, man hat Know-how dort vor Ort, wieso macht man denn nicht? Sind da andere Interessen, die noch drin spielen? Sicher auch, aber es ist vor allem auch eine Geldfrage. Ich meine, Frankreich hat in Mali interveniert und das hat, glaube ich, die französische Armee an Kapazitätsengpässe gebracht. Also Frankreich kann das allein nicht. Und bisher ist jetzt zum Beispiel die Solidarität der anderen europäischen Länder mit militärischen Mitteln den Franzosen zu helfen, die ist fast null. Verbal ist man immer bereit, jemanden zu unterstützen. Aber wenn es darum geht, ja, wer macht die Milliarden locker, die so eine Offensive würde kosten? Wer schickt Soldaten? Wer schickt Flugzeuge? Da ist dann plötzlich keine Solidarität mehr. Gut, reden wir über die Sicherheit in Europa. Heute hat es verschiedene Meldungen gegeben. Unter anderem hat wegen einer anonymen Bombendrohung sind zwei Flüge abgesagt worden. Dann hat die Fußballmannschaft von Hannover hat aus Sicherheitsgründen das Training abgesagt. Heute ist auch der Flughafen von Kopenhagen und der Düsseldorfer Bahnhof gesperrt worden. Gestern ist das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Holland abgesagt worden. Wie sieht so in Zukunft unseren Alltag aus? Wenn wir nicht entschiedener gegen nicht nur Terroristen, sondern auch gegen die den Nährboden für Terroristen ideologisch vorbereiten, wenn wir dort nicht entschiedener vorgehen, dann werden wir uns an solche Meldungen gewöhnen müssen. Was heisst nicht entschiedener vorgehen? Ich meine, wir lassen ja die Leute, die die Ideologie des IS oder Al-Qaida propagieren. Wir lassen die einfach machen, auch hier bei uns in der Schweiz. Und das muss sich eben ändern. Also wir dürfen nicht zulassen, dass jemand Propaganda für die Leute macht. Aber das sind genau die Argumente von rechten Politikern. Also haben die in dem Fall recht? Nein, die rechten Politiker wenden sich pauschal gegen den Islam, pauschal gegen alle Muslime. Und das ist etwas das Schlimmste, was wir machen können. Die riesige Mehrheit der Muslime verurteilt das total. Also wir sind da bei 95, bei 98% wahrscheinlich. Es geht um die anderen 2%. Und die müsste man eben versuchen abzutrennen von den restlichen Muslimen. Ist das realistisch? Kann man die 2% abtrennen? Ich glaube, das muss man versuchen. Und man muss gegen Moscheen, Vereine, die die Ideologie verbreiten, auch wenn sie vordergründig sagen, wir sind gegen Gewalt und so, dort muss man etwas machen. Und da muss man vielleicht sich auch daran gewöhnen, dass man die verbieten muss. Und Leute, die Hass predigen, wenn man das kann, wenn sie keinen Schweizer Pass haben, dass man sie ausweist. Ja. Gut, reden wir über die Schweiz, haben Sie jetzt gerade gesagt. Wir sind ja da sicher, wenn man der Chefin vom Bundesamt für Polizei, der Nicoletta Della Valle, zulässt. Sie sagt, alles kein Problem. Falls etwas passiert, sind wir vorbereitet. Glauben Sie das? Nein, das glaube ich absolut nicht. Das Glück von der Schweiz ist, dass sie klein ist und dass sie nicht so wichtig ist. Natürlich, dass wir keine Kriege führen, wir neutral sind. Das macht uns nicht zu einem wahrscheinlichen Ziel. Aber das heisst nicht, dass nicht trotzdem etwas passieren könnte oder dass Leute, die von der Schweiz aus operieren, Terroranschläge in Europa planen und auch ausführen. Das kennt man auch von der Roten Armee-Fraktion. Die haben die Waffen auch in der Schweiz besorgt und viele Logistik ist über die Schweiz gelaufen. Und wir sind denkbar schlecht vorbereitet. Also wenn etwas so Grosses passiert wie in Paris, möchte ich dann unsere Polizei sehen. Das muss ich nicht vorbereiten. Ja, aber wir können ja nicht einmal die Leute, die in Frage kämen für so etwas, also wo die Fisch SK haben jetzt in Frankreich, so ein Verzeichnis von möglichen Gefährdern gibt es bei uns nicht. Professor Marugo hat ja gesagt, es gibt keine Hinweise auf eine konkrete Bedrohungslage. Also ist das einfach auch blauäugig? Also da widerspricht Frau Sommaruga Herrn Maurer, der gesagt hat, doch, also die Bedrohungslage hat sich verschärft. Vielleicht nicht so hoch wie in Frankreich oder Deutschland oder Großbritannien, aber es gibt ein Risiko. Und wir sind aber relativ schlecht vorbereitet. Wir haben einen schwachen Geheimdienst, wir haben eine Bundesanwaltschaft, die total überfordert ist mit allen möglichen Sachen.
Frau de la Valle erzählt öffentlich, dass wir keine Hasspredigt hegen in der Schweiz oder dass wir die würden nicht in die Schweiz einreisen lassen. Sie behauptet, dass die Radikalisierung der Jungen nur im Internet stattfindet. Das sind alles Sachen, die einfach nicht mit der Realität übereinstimmen. Und darum glaube ich, dass das Gefahr gross ist, dass eben unsere Behörden das Falsche machen und eben nicht vorbereitet sind. Der Sicherheitsdirektor von Basel, Baschi Dürr, hat auch gesagt, dass in Basel Leute überwacht werden. Wie sehr ist Basel ein Brennpunkt auf der Terrorismuslandkarte? Es gibt wie überall, gibt es auch hier Salafisten. Es hat einen hohen Ausländeranteil und das muss man ganz klar sagen. Aber ein Salafistenproblem ist vor allem Migrationsproblem. Natürlich gibt es Konvertiten, natürlich gibt es Leute mit Schweizer Pass, aber es gibt gewisse ausländische Minderheiten, die empfänglicher sind für die Ideologie und die sind natürlich auch in Basel vertreten. Es hängt von Kanton zu Kanton ist es ganz unterschiedlich, wo die Polizei stark ist und gut die Leute versucht zu infiltrieren. Ich würde jetzt das Problem eher in Basel-Land sehen, wenn man jetzt hier von der Nordwestschweiz reden. Wieso Basel-Land? Weil die Salafisten, das sind in der Regel eben nicht die, die am Bruderholz oben wohnen, sondern das sind eher die ärmeren Schichten und die suchen sich ihren Wohnort nach den Mieten aus und die sind halt in der Agglomeration tiefer wie in der Stadt. Also das Salafisten-Problem ist eher eins von der Region Basel und weniger vom Zentrum der Stadt. Haben wir in der Region eine IS-Zelle? Ich würde das so nicht sagen, aber es hat ganz klar Sympathisanten vom IS. Mehr persönlich sind fehlklar, vor allem im Kanton Basel-Land. Wo konkret? Was können Sie da konkret etwas dazu sagen? Ja, das ist immer so blöd, wenn das eine pro Dorf ist. Oder? Also es hat im Fricktal, es hat im Waldenburgertal. Die Leute sind zum Teil auf Facebook, die posten Al-Qaida-Flaggen oder IS-Flaggen. Aber wie gefährlich sind die? Das wäre letztlich etwas für die Sicherheitsbehörden. Ich würde sagen, jeder, der die Ideologie teilt, ist gefährlich. Ich glaube, an diese Vorstellung müssen wir uns gewöhnen. Also inwiefern gefährlich? Also trauen Sie Leute im Kanton Basel-Land, sei es im Fricktal, sei es im Waldenburgertal, trauen Sie denen zu, dass sie in der Öffentlichkeit Gewalt anwenden? Das ist schwierig zu sagen, aber es gibt jetzt einen Fall in Ahlensheim, wo die Anschläge rechtfertigt und sogar auffordert zu noch mehr. Wie kann man da dagegen wirken? Also was sagen Sie in konkreten solchen Fällen? Was muss der Bund, was muss der Kanton machen? Nach meinen Informationen ermittelt die Staatsanwaltschaft Basel-Land gegen den jungen Mann. Und das wird sich zeigen, ob es da ein Verfahren gibt. Aber das ist sicher mal die richtige Methode. Man muss eben auch mit Repression auf solche Sachen reagieren. Gut, zum Schluss wage ich noch eine kühne These. Wir von Europa, den USA, Türkei und auch Russland kämpfen im Nahen Osten, zum Teil schon seit Jahrzehnten, skrupellos und geostrategische Interessen. Und darum haben wir das Problem mit dem IS. Und darum können wir das auch nicht lösen. Also die Meinung teile ich nicht. Das ist so eine Verschwörungstheorie. Der IS ist tatsächlich im Gefolge der amerikanischen Invasion im Irak entstanden, oder die Vorläuferorganisation vom IS. Aber stark werden hat der IS nur durch das Chaos in Syrien können werden. Und der Angriff auf Mosul und die anderen irakischen Städte, das ist von Syrien aus erfolgt. Der IS hat das Chaos, das Vakuum, das entstanden ist durch den Bürgerkrieg in Syrien, ausgenutzt, sehr geschickt ausgenutzt. Und das ist der wahre Grund dafür, dass der IS heute so ein Problem ist. Okay, Kurt Pelder, danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier zu uns in die Sendung. So, wir sind leider schon am Ende von dieser Sendung. Ich wünsche weiterhin einen guten Abend auf Tele Basel, weiterhin viel Vergnügen mit unserem Programm und sage Adi miteinander. Danke. 061 Live ist Ihnen präsentiert worden von Crow Security.